Russland ist ja das größte Land der Erde. Und das größte Flächenland der Erde sind, glaube ich, knapp ein Zehntel der Gesamtfläche unseres Planeten. Also hat Ausmaße, die man sich als Mitteleuropäer eigentlich schon gar nicht mehr richtig vorstellen kann. Und allein diese schiere Größe ist für jemanden, der dann im Land auch unterwegs sein muss, erstmal schwierig, problematisch. Man muss einfach Entfernung zurücklegen in vielen Gebieten, die auch noch nicht erschlossen sind. Im fernen Osten leben die mächtigen Amur-Tiger. Fast unsichtbar. Die Wälder sind reicher als anderswo in Russland. Aber der Winter ist hier ebenso lang. Das sind die letzten ihrer Art. Die größten Raubkatzen der Erde. Der Amur-Tiger kommt gut mit den extremen Temperaturen zurecht. Nur den Menschen wird er wohl nicht überleben. 500 von ihnen gibt es noch in Freiheit. Eine der größten Herausforderungen, der russische Winter. Christian Baumeister erlebte die Kälte hautnah in Kamtschatka, im Nordosten des Landes, nahe der Beringstraße. Um die Riesenseeadler im Winter filmen zu können, haben wir ein Iglu gebaut. Das heißt, wir haben Eisblöcke aus dichtem Schnee geschnitten, haben sie aufgeschichtet und, ja, wie man sich das bei den Eskimos vorstellt, ein mehr oder weniger rundes Iglu gebaut. Danach habe ich tagelang da drin gesessen, auf den richtigen Moment gewartet. Das war in der Tat auch sehr, sehr kalt. Wenn man stundenlang still sitzen muss im Winter, immerhin minus 10 Grad oder sowas, da war man schon ganz schön durchgefroren am Ende des Tages. Die erste Begegnung mit den Adlern war natürlich spektakulär. Es war extrem beeindruckend, weil wir sind ja mit die größten Adler der Welt. Bei den Adlern waren die Temperaturen um die 0 Grad, minus 10 Grad. Sobald die Temperaturen über den Gefrierpunkt klettern, verwandelt sich das Land. Das kurze Frühjahr im Norden muss genutzt werden. Die Geysirfelder zwischen sattem Grün stehen unter Volldampf. Der alte Braunbär kennt und schätzt die warmen Geysirwelten. Kamtschatka ist eine Welt für sich. Gewaltig und einzigartig.